Willkommen zu der Videoreihe zum Arbeitsblatt Strahlensatz. Mein Name ist Roman und ich bin Coach des Projekts Mathematik macht Freude, Freunde. Und ich werde dich in diesem Arbeitsblatt unterstützen. Das Arbeitsblatt findest du auf der Webseite mmf.univ.ac.at/Materialien. Lade dir nun das Arbeitsblatt herunter und drucke es gegebenenfalls aus. Wie der Titel bereits erwähnt, geht es in dieser Videoreihe um den Strahlensatz. Der Strahlensatz erlaubt uns, mit Hilfe von ähnlichen Dreiecken Seitenverhältnisse darzustellen und auch fehlende Seitenlängen zu berechnen. Hierzu legt man diese zwei ähnlichen Dreiecke passend übereinander. Zwei Dreiecke heißen genau dann ähnlich, wenn sie genau die gleichen Winkel besitzen. Und diese Dreiecke werden so übereinander gelegt, dass das längere Dreieck zuerst hingelegt wird und danach das kürzere Dreieck, das kleinere Dreieck obendrauf. Es gelten danach die folgenden Beziehungen, dass die Seitenlängen vom größeren Dreieck dividiert durch die dazugehörige Seite des kleineren Dreiecks im gleichen Verhältnis steht wie die jeweils anderen Seitenlängen. Und eben auch die zweite Formel, a' - a, dividiert durch a, genau das gleiche Verhältnis darstellt wie b' - b, dividiert durch b. Wir können somit solche Aufgaben lösen, dass wir fehlende Seitenlängen von einem Dreieck uns bestimmen können, indem wir diese Dreiecke so übereinander legen. Dazu erfahren wir dann in den nächsten Videos mehr.